ein gewisses Spiel runterladen. Und dann auch anfangen zu Let's Play. Welches? Und da diese Folge im Jahr 21.530 rauskommt, kann ich das ja auch spoilern. StarCraft. Ah. Ja, ich habe da irgendwie Bock drauf, die auf jeden Fall schon mal Wings of Liberty zu spielen. Vielleicht ziehe ich auch direkt alle drei Teile durch. Ja. Ja, finde ich cool. Okay. Ich bin jetzt tatsächlich an den äußersten Punkt gelangt von der Karte, wo nur noch Ozean ist. Ja, An der das sich gibt's schon in nicht. alle Richtungen mehrfach mal. Ja, das heißt, ohne Boot und noch bessere Vorbereitungen lasse ich das lieber. Andere Kontinente zu durchsuchen, zu finden noch nicht. Kann man noch Luftschiffe bauen? So wie in After Humans? Nee, ne? Nee, Das leider wäre nicht. witzig. Ich Das komme, wäre wirklich geil. das heißt, ich Das komme wäre jetzt. heftig, wenn du die hier machen könntest. Oh ja. Das heißt, ich komme jetzt nach Hause. Jawohl. Und spring doch einen Kartentisch mit. Nein! Bring mal mit. Wow, ich weiß, ich habe Fressen für eine ganze Kolonie eingepackt und ich habe bis jetzt nur die Beeren verschwendet, ne? Jo. Ich bin einfach After Humans noch so krass gewöhnt, wa? Viele Beeren hast du denn mitgenommen, dass du davon satt geworden bist? Anderthalb Stacks. Ja, nice. Was eigentlich recht wenig ist, weil die Beeren füllen ja halt kaum auf, ne? Ja, deswegen, die müssen ja eigentlich schon 500 Mal verbraucht sein, deswegen wundere ich mich. Ja, eigentlich nicht, ich habe noch 17 Beeren übrig. Und die reichen locker jetzt für die Heimreise. Schätze ich jetzt einfach mal. Au. That is very funny. Funny fresh. Und ich werde mir jetzt auch noch bei MMOGA zwei Spiele holen, wa? Wo ich Welcher? sehr. Die South Park Spiele. Ah. Oh ja. Das wird so Satire und das wird so schwarzer Humor. Ich muss, glaube ich, das Spiel wirklich. Ich glaube, das ist das erste Spiel, was ich mit Altersfreigabe bei YouTube machen muss. Aber ich habe da richtig heftig Bock drauf, ne? Ich habe mir wieder South Park Best Ofs angeguckt. Jetzt von der Serie, nicht von dem Spiel. Weil die Spiele kenne ich ja sonst so. Aber, ey, mega. Ich hab wieder Bock auf South Park. Gucke ich auf jeden Fall mal mit rein. Selbst spielen würde ich sowas nicht, aber reingucken kann ich mir gut vorstellen. Wenn du South Park-Fan bist, dann do it. Ich bin jetzt auf einer Savanne. Super, danke. Boah, diese Bäume sind so scheiße groß. Was, dann bist du bei einem Dschungelbiom? Nee, ich habe hier so einen Mammuteichenbaum, irgendwie so einen Spasti-Baum, der in alle Richtungen wächst. Eine Mammuteichel? Hallo. Hallo. Ich lag das Schoko. Ah, Axel, wir haben uns noch über dieses Getränkepulver unterhalten. Ja. Bolero. Ich habe mir heute gekauft. Himbeer. Ja, nice. Oh, hier blubbert's. Ich glaube, hier sind so Aber Unterwassersaugen. du hast das bestimmt so Entschuldigung. Tiffany Quick oder so Himbeeren, ne? Dieses Standard aus dem Supermarkt, meinst du, ne? Da muss ich ja. Okay. Beziehungsweise ist für die Arbeit. Ich bring dir mal, beziehungsweise wenn wir uns tatsächlich im September sehen, dann gebe ich dir mal so eine ganze Ladung, also ich, ja. Dann gebe ich dir mal ein ganzes Paket von diesem Bolero mit verschiedenen Sorten zum Ausprobieren. Eine ganze Ladung? Leute! Eine ganze volle Ladung, mein Freund. Eine richtige Ladung. Boah, das war ich. Oh, hier ist ein Baby-Alpaka. Aber was ich ausprobieren möchte, ich werde mir so einen Sattel machen und dann gucke ich, dass ich auf Alpakas reiten kann, Alter. Voll geil. Geht das? Weiß ich nicht, aber ich will es herausfinden. Boah, das wäre geil, wenn du damit noch rotzen könntest, weil die können ja rotzen, Aber ne? die sind Ja. eigentlich nur für zum Transport gedacht. Ja, die transportieren mich dann, alles gut. Na, na, na. Transportieren. Ah, schön, ey. Das wird, glaube ich, nicht. Hier ist ein Hase. In der Wüste. Ja, Wüstenhäschen. Hase!
Wüstenhäschen Rommel, wa? Ich will das zähmen, Alter. Kannst du dich jetzt mal auf meinen Kopf setzen? Warte, was? Ja, das ist, ja. Ach, so geht das, okay. Kommt mir bekannt vor. Face-Hitting Deluxe. Sagt er was? Eiskalt was? Interessant, Face-Hitting und so. Anders geht das nicht. Also, geht schon, aber... Ne? Und so. Interessant, erzähl mir mehr. Was der alles höchst interessante will. Themen hat er. Wie immer also. Ich bin halt neugierig. Oh, leck! Ja, das ist dann auch ein Teil, das, ja, gehört dazu. Hm. Ich reibe mir die Hände. Ah ja, ist ja nicht mehr so lange bis September, alles gut. Wie kannst du eigentlich diese Golems hier zähmen? Golems kannst du nicht zähmen. Die kannst du selber machen. Richtig. Das sind doch hier Eisenblöcke mit einem Jack-O-Lantern, glaube ich, ne? Ja. Mit einem was? Mit dem beleuchteten Kürbis. Und davon haben wir auch welche. Und wir haben Eisenblöcke. Also könnten wir uns hier Golems erschaffen, die rumrennen und uns beschützen. Jo. Werde ich gleich machen. Nice. Oh, ich hab Smaragde. Hast du Dorfbewohner abgezogen? Nein. Odini, Junge! Braucht man grünen Farbstoff? Ja. Bestimmt, wenn du was Besseres mitbringst. Ja, gebe ich dir, kein Problem. Was? Ich hab nix. Nee, was? Ach. Hab ich immer bei mir, kein Problem. Glaube ich. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Je nachdem, wie die Dringlichkeit gar nicht erst sehen. Je nachdem, wie die Dringlichkeit ist, kann ich die Bestellung in 2 oder 5 Minuten abliefern, kein Problem. Was? Gut, dann brauchst du nur noch eine Karte. Was? Kontextfehler. Übrigens, ich habe mal die Kisten sortiert. Also wer sich jetzt wagt, hier etwas unsortiert hinzulegen, den werde ich selbst in so eine Kiste sortieren. Ich muss hier erstmal wieder durchblicken. Nein. Hör auf, Selbstgespräche zu führen. Nein. Was soll ich eigentlich machen? Ich hab's vergessen. Hier ist so ein riesen Ding vor mir, das passt hier einfach nicht hin. Said what she said. Okay. Mann! Ich glaube, das muss ich erstmal hier bearbeiten, sonst wird das nix. Bearbeite es. Weißt du, wenn man schon solche Vorlagen kriegt, ne? Dann muss man auch drauf eingehen, ja. Ich will nicht, aber ich muss. Nichts anderes von mir. Ich will nicht, aber ich muss, sonst krieg ich Kopfschmerzen. Was kennt er nicht anders? Jetzt bin ich aber auch wieder neugierig. In meinen Vorlagen. Interessant. Erzähl uns mehr. Würde ich auch gerne mal kennenlernen. Aha, du willst... Aha! Also, hier ist ein Dorfbewohner, der tauscht verrottetes Fleisch gegen Smaragde, falls jemand Interesse hat. Ich würde jetzt sagen, ich komme gefliegt, aber ich bin unter der Erde und buddel. Dann buddel ich oben. Unter der Erde. Nein, dafür gibt es nicht genügend Dringlichkeit, weil ich suche gerade Diamanten und Erfahrungspunkte. Mhm. Du Diamanten findest. Ich hab nichts. Ernsthaft, es wird schon wieder dunkel. Dein Schmarrn. Manchmal, aber nur manchmal.
Immer.